Zurück in Baldur's Gate 3. Ich habe den Kampf hier schon mal erledigt. Und wir machen gleich das Gespräch mit Gale nochmal. Da können wir ja schauen, was Interessantes dabei ist. Erstmal habe ich vorhin diesen Adeligen hier nicht gelootet. Ist natürlich schlecht gewesen. Hätte mir beinahe die Zitrone verpasst. Und, wichtiger, Rapier und Dolch. Nehmen wir mal. Das könnten bessere Waffen sein. Was ist das denn für eine Waffenklasse? So, kann hier mal alles durchgehen. Das ist sonst der Reihe nach, wie man es aufgehoben hat, sortiert. So, Nahkampfwaffe. Leicht und Finesse. Können wir ganz kurz mal unsere Sachen anschauen. Was haben wir denn überhaupt prinzipiell? Das sind die Attribute. Ich wollte meine Proficiencies angucken. Ach so, hier, das haben wir. Einfache Waffen. Und Finesse-Waffen haben wir doch auch eigentlich, oder nicht? Beherrscht kein Musikinstrument. Wir sind geübt mit Rapier. Was heißt denn? Achso, das ist die Anzahl 12 oder wie? Und 4. Okay, das sind nur 4 verschiedene Rüstungen. Leichte Rüstung kann man tragen. Ich kann auch hier immer nachsuchen, ob ich was davon habe. Verstehe. Wir haben Rapier, ein Rapier. Auf Englisch Rapier. 4 bis 7 Schaden macht das. Das macht 4 bis 11 Schaden. Ich habe kurz nachgerechnet, das ist mehr. Den Dolch kann man auch werfen. Aber sieht man irgendwo eigentlich den Schaden direkt? Ach da. Angriffsbonus plus 5. Kann ich auch dual wielden? Dolch oder muss ich das erst lernen? Wahrscheinlich. Ganz kurz. 1d8 plus 3. 1d8. Hier sehen wir den Bonus. Der bleibt auf plus 5. 1d4 plus 3. Stopp. Das wollte ich nicht. Ich mache gleich viel Schaden, obwohl ich 2 Waffen ausgerüstet habe. Oder ist das irgendwie so eine Art Schnellweg? Ne, es beansprucht beide Hände. Wir nehmen mal den Rape hier mal. Das geht nicht. Das andere auch belegt. Er hat sich schon 2, aber warum erhöht sich der Schaden nicht? Tja, vielleicht sind zwar D&D-Profis unter euch, die da weiterhelfen können. Ich dachte, das würde sofort angezeigt werden, dass man vielleicht dann weniger Schaden macht mit 2 Dolchen. Anstatt ihn einfach aufzusummieren, aber das scheint sich ja gar nicht zu ändern. Dann behalten wir das Rapier, sieht auch ganz gut aus. Haben wir sonst irgendwas Interessantes bekommen? Eben nicht. Können wir kurz bei Shadowheart mal reinschauen. Rüstung, Waffen. Nein. Und hier oben ist eine Truhe. Die habe ich vorhin auch nicht beachtet. Das geht aber gar nicht. Eine knorpelige Truhe. Einfaches Gift, ja, okay. Und ein Gedankenschimmel. Alles mitnehmen. Diese Intellektverschlinger, die Hirnis, die haben eigentlich nie was dabei. Sonst besuchen wir mal Gale. Nee, das war gar nicht an der Stelle, das ist eben anders. Wollen wir nichts machen. Bin ich nach vorne lang gelaufen, ne? Das ist schon der richtige Weg. Da ist ein Gedanken, ist der Gedankenschinde. Ich möchte erst Geld einsammeln, wie ich das vorhin gemacht habe. Footprints! There may be even more that survived the crash. Dead goblins over. You're alive! That's unexpected. Last I saw you, you were lying in a crucible's worth of blood. Glad to see my eyes deceive me. I'm Gale. Well met. Ich kann die Waffe ziehen. Der ganze Übertreibung müssen wir nicht. Das Rapier sieht übrigens sehr cool aus. The very same. A traumatizing experience. If an instructive one. Lehrreich.
Nautiloids are incredibly rare vessels, a mind flayer colony's most guarded secret, and a gift pack's greatest prize. Not to mention, you're staring at me like a Rashimi at a blackboard. You're no wizard, are you? Thin-skinned and a dodger of questions. Usually means the answer's no. Guess that'll have to wait. Primary need now is a healer. I take it you recall the insertion of the parasite? Vielleicht war es nur ein Traum? No. The voices you heard, the visions you saw, they were all real. As were the parasites. After a period of excruciating gestation, they will turn us into mind flayers. A process known as seramorphosis. It is to be avoided. I assume you're no accomplished healer either. Powerful cleric, maybe? Konnt ihr nicht einfach Magie einsetzen, wenn du so ein toller Typ bist? Alter Klugscheiße. Sadly, my studies of the arcane are on hold for the foreseeable future. This is beyond me. For now. You and I are in a whole lot of trouble. We need help, and I'm not sure where we'll find it in this wilderness. How about we embark on the quest for a healer together? Okay. Most excellent. Besides, looks like you keep some interesting company. A woman with shadows for eyes. Is it indeed? We'll see. Das ist mal ein Klugscheißer. Okay, den können wir auch gleich, habe ich eben auch nicht gemacht. Den können wir auch aufleveln gleich, auf Level 2. So, neue Macht. Erstmal kriegt er mehr Trefferpunkte. Dann können wir eine Unterklasse aufrufen. Hervorrufen oder Bannmagie. Das heißt, wir bekommen entweder Federfall dazu und Strahl der Übelkeit. 2 bis 16 Schaden. Unmögliches Vergiftet. Oder Bannmagie. Schutz vor Gut und Böse. Und Springen. Wir machen Hervorrufung. Können es noch ein bisschen anpassen, unsere Zauber. Der Kotzstrahl ist doch nicht schlecht. Was gibt es denn noch? Brennende Hände. Ich will was viel Schaden macht. Blenden. Chromatische Kugel. Selbstverkleidung. Rascher Rückzug. Falsches Leben. 7 vorübergehende Trefferpunkte. So schlecht. Taschas krächzliches Gelächter. Was sind denn seine Stats? Mal kurz gucken. Charisma und Intelligenz und Konstitution. Also Int und Konstitution vor allem. Und noch ein bisschen Charisma. Tascha funktioniert mit Weisheit. Nicht so doll bei ihm. Muss er sich konzentrieren. Eine 6 bis 15 Schaden. Magic Missile. Magisches Geschoss. Wir nehmen das einmal mit. Der Kotzstrahl macht 2 bis 16 Schaden und vergiftet das möglicherweise. Wir können ja mal ein Konzentration, nehmen wir mal Taschas Gelächter mit. Das ist cooler Disable. So, vorbereitete Zauber. Schmieren. Bedecke den Boden mit Fett. Das kann ich auch alleine. Guck mal, so. Was haben wir denn hier? Donnerwoge, Schallschaden. Und wirft stößt Objekte zurück. Das klingt doch ganz cool. Schlafen, Schmieren, Nebelwolke. Hexenpfeil. Beschwöre einen Strahl knisternder Energie. Verbinde dich über einen Lichtbogen mit dem Ziel. Du kannst den Bogen in jedem Zug aktivieren und automatisch zusätzlich einen D12 Blitzschaden bewirken. Okay, das kann ich also aufrechterhalten mit Konzentration. Magierrüstung. Nehme ich hier vielleicht auch den Kotzstrahl, dann nehme ich... Was hatte ich jetzt? Hatte ich nicht einen Zauber mit Konzentration hier?
Achso, ich habe eh noch 5. Dann nehme ich Tascha hier mit rein. Und hier nehme den Kotzstrahl. Oder so. Achso, das sind die. Das ist die Zauber, die ich freischalte. Die ich neu dazu bekomme. Ah, okay. Da habe ich den Coach. Ah, okay. Jetzt verstehe ich ein bisschen das System. Hier sind die neuen Zauber, die ich bekomme, und hier sind die Vorbereite. Ich dachte, das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Das mit diesen Cantrips verwechselt gerade. Das heißt, hier will ich dann schon ein. Habe ich zwei. Einen muss ich konzentrieren, muss ich aufrechterhalten, channeln sozusagen. Und dann habe ich hier zwei. Okay, das passt. Verstanden. So, wir speichern zwischendurch mal. F5 ist schnell speichern. What to do? Das ist das Gute daran, wenn ich dann bei der Release-Version sozusagen normal spiele, muss ich mich nicht mehr ganz so mit den Mechaniken beschäftigen, weil ich die dann schon kenne. Und dann werde ich natürlich, wie gesagt, auch anders spielen. Hat mehr Rollenspiel sozusagen tatsächlich. Nicht so viel, ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Quatsch machen, wie jetzt. Das hebe ich mir dann vielleicht für einen weiteren Run dann nochmal auf. Will es auch jetzt nicht mehr ganz so extrem machen, aber es passt gerade ganz gut. So, jetzt haben wir hier nochmal den Gedankenschinder. I want to have a word. You approach the dying monster. You could end its life. Compassion. Compassion. Sollten wir nicht wütend sein? Ja, allerdings. Das ist eine gute Frage zumindest mal. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped. Made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Schwein, wie die uns hier unter Gedankenkontrolle haben. Wir probieren den Moment auszunutzen und uns zu befreien. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Diese Augen für immer schließen. So. Monster. Death is too good for it. Wer ist das denn? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Was ist denn mit ihm selber los? Hat er keinen. Kann er es nicht? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. What the? Okay, wir sind zum Glück recht geschickt. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Lass mal die Waffe weglegen, Brudi. Ja, oder wir können mal ein bisschen. Wir wollen ja mit unserer Drow ein bisschen aggressiver spielen. You arrogant little. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Ja. Wir sind verbunden mit diesen Brain Bugs. Erstmal das Messer wegpacken. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did.
They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Tut mir leid, ist alles? I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Naja, sind wir mal nicht ganz so, wir stellen uns auch mal vor. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Ja, wir wollen sie nicht im Kopf haben. No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Also man kann ihn direkt in die Party holen, man kann ihn sozusagen in sein Lager schicken und dann wahrscheinlich später rekrutieren, wenn man ihn jetzt nicht mitnehmen möchte. Erst mal fragen, was er vorhat. Well, getting out of here for a start. Then finding anyone who knows about these worms. I need an expert. Someone who knows how to control these things. Kontrollieren? Ich möchte sie loswerden. Wollen wir das wirklich? Ja, so halb. Wir merken schon auch mal ein bisschen die Anziehungskraft davon. Well, yes, of course. But first things first. Komm erst mal mit, dann gucken wir mal weiter. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Ist auch schon gleich ein Level aufgestiegen. Don't touch me. Don't touch me. Na dann. Auch ein Schurke. Wir haben ja gleich zwei Schurken. Genau das, was wir brauchen. So, was wir nicht brauchen. Moving. Einer von denen, den er da angeblich. Kann ich auf der Map irgendwie auch das steuern? Guck mal, anscheinend nicht. So, gehen wir mal hier lang. Ach, das ist das Wildschwein. Ich dachte, das ist das verängstigte Wildschwein. Kann ich mit dem reden? Ich will nicht mit dem. Alright. Ich will mit meiner Drow gefälligst was machen. Tieren umgehen, kann ich das? Okay, das hat nicht geklappt. Swift as my feet can carry me. Doch kein Schweineflüsterer. Das sieht Divinity sehr ähnlich, das stimmt. Ist ja vom gleichen Entwickler. Aber jetzt vom Gameplay dann doch. Das ist eben D&D. Schon ganz schöne Unterschiede. So, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir haben jetzt hier das Gebiet ein bisschen erkundet. Da sind überwucherte Ruinen. Vielleicht schaue ich mir doch mal das Tor an. Vielleicht kann man da durchgehen. Ob ich die schon durchsucht. Bisschen Zeug einsammeln. Bürgerliche haben zwar nicht so viel dabei. Die Adeligen, die lohnen sich, sage ich euch.
Let's see. Won't get that open easily. Maybe there's another entrance. Können wir Schloss knacken? Schwierigkeitsgrad 20. Wir haben Diebeswerkzeug, Geschicklichkeit. Ja gut, Geschicklichkeit haben wir automatisch. Plus 2 Fingerfertigkeit-Übung. Fingerfertigkeit-Expertise plus 7 haben wir. Das Diebeswerkzeug auch. Können wir noch einen Bonus hinzufügen? Temporär. Göttliche Führung. Ja. 8 bis 11 Bonus. Ja, probieren wir das mal zu knacken. Wenn wir schon ein Schurke sind. Oh, das ist laut. 1. Ich habe eine 1 gewürfelt. Nochmal. Kann ich das denn wegklicken, das Diebeswerkzeug? Oder wird das aufgebraucht? Anscheinend. Ich probiere es nochmal. Eine 1 gewürfelt. Oh Gott. Wir haben Zeit. Ah, keine Dietriche mehr. Okay. Eine 1 gewürfelt. Oh Gott. Da haben wir uns mal sehr ungeschickt angestellt. Wir sind aber auch gerade hier mit so einem, man möchte ja fast sagen, Raumschiff, einem Nautiloiden abgestürzt. Haben so einen komischen Brainbug im Kopf. Ich finde, dafür schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Kann auch mal schief gehen. Schauen wir uns hier weiter um. Da hinten haben wir alles, oder? Geht's da noch irgendwie hin? Hm. Nicht jetzt. Wie nett das hier ist. Da kommen wir jetzt von der anderen Seite zu den Ruinen, oder? Von hinten herum. Ich habe schon 2 hier meiner Dietriche verbraucht. Kapellengang, wir speichern mal wieder. Gucken wir kurz, wie er das handelt mit den Save Games. Quick Save. Ich glaube, kann 15 maximal machen. Krass, dass er so lange kein Autosave macht. Und dann fängt er wahrscheinlich wieder von vorne an. Jetzt bin ich hier oben drüber, oder? Ja. Okay. Uns auf die Bank setzen, ja. Oder uns bei den Ruinen hier mal umschauen. Gimmelbock. Hi. Gimmelbock und Taman. Either we act now, or so. You're both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Okay. Ich kann jetzt ein bisschen warnen davon, täuschen. Ich glaube, das Schiff ist eine Invasionswaffe. Lauft weg! Pff. Aber mal nicht gleich Streit anfangen. Das ist ein bisschen... Könnt ihr auch gleich direkt angreifen. Täuschen. Vielleicht kann ich die vertreiben einfach. Haut mal ab. Und den Bonus hinzufügen. Nehmen wir das doch mal. Wenn wir Shadowheart schon dabei haben. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Ja, die haben einfach mal hier vertrieben. Okay, geborstener Stein. Das sieht auch aus, als könnte man hier das aufbrechen. Hatten die vielleicht auch schon vor. Mal ganz kurz hier draußen nochmal, bevor ich da reingehe. Da liegen Rucksäcke.
mind if I do? That might be worth a look. Oh, wir haben irgendwas entdeckt. Was denn? Erdhaufen. Don't fancy getting my hands dirty. I need a shovel. Ah ja. Knorrige Wurzeln, dann kann ich nach unten klettern. Da ist auch noch was. Eine Falltür. Aber wir haben keine Dietriche mehr. Okay, was steht denn hier auf der Tafel? Time and the elements have left the plaque unreadable. Aufgeschossenes Seil. Kann ich hier hingehen und das irgendwie anschießen? Anvisieren? So zum Beispiel. Ach, das ist ihr Lager. Jetzt haben sie auch gleich das Lager komplett zurückgelassen. Na dann. Oh, Diebeswerkzeug. Sehr gut. Seil. Eine Fackel ist gut. Dolch. Rum. Das stecken wir alles ein. Eine Zucchini nehmen wir auch mit. Im Schlafsack kann man meditieren. Okay. Thank you, Gibblebuck. Everything all right out there? Täuschen. Ja, wir brauchen Hilfe. Schwierigkeitsgrad 10. Ist ja easy. Zwei. Okay, es hat nicht geklappt. Yeah, and who are you? Probably your trap that did him in. Come through that door and you're getting a knife in the guts. Wir kommen schon durch die Tür. Der scheint da alleine zu sein. Gucken wir trotzdem kurz, was hier passiert ist. Können wir da irgendwie reinschauen? Reingehen? Oh, wir sind reingesprungen. Hoffentlich war es nicht zu tief. Nee, geht anscheinend. Ah, da sind sie. Dunkelsicht. Um im Dunkeln sehen zu können, benötigst du eine Lichtquelle wie eine Fackel oder einen Zauber. Kreaturen mit Dunkelsicht benötigen keine Lichtquelle von außen. Drows zum Beispiel. Wenn du etwas sehen kannst, wo andere nicht sehen können, bist du im Kampf im Vorteil. Oh, da sind aber ganz schön viele. Wow. Also reinzuspringen war jetzt... nicht die beste Idee aller Zeiten. Den Gale hat es auch schon ein bisschen erwischt. Der ist der Erste, der dran ist. Da haben wir Togga, Jeffrey. Das ist mal die Frage in dem Spiel. Da bin ich echt gespannt. Aber die Kämpfe sind nicht ohne. Man sieht es auch manchmal so sich gegen zwei so Hirnis oder drei. Kann das schon schwierig werden, wenn man es nicht richtig angeht. Und wie oft ist es halt in vielen Spielen, was ich, wenn man jetzt an ein Action-Rollenspiel denkt, da natürlich, gehst du einfach jeden Kampf an. Du prügelst dich durch. Jeder Kampf bringt dir Gold oder Erfahrungspunkte oder andere Ressourcen. Und ist bei vielen Spielen so, dass du eigentlich jeden Kampf mitnehmen möchtest. Es wäre wirklich interessant, wenn manche Situationen, wir hatten es oben bei dem Gedankenschindel, gut, da war es ein bisschen eine Dialogoption, aber wenn es oft sinnvoll wäre zu erkennen, meinetwegen der Kampf ist zu schwierig, den will ich normalerweise nicht angehen. Oben gegen die vier Leute zum Beispiel, der hätte, glaube ich, auch schwierig werden können, haben wir mit einem Gespräch gelöst. Das mit der Tür haben wir eben nicht geschafft, hier sind wir reingesprungen. Ich hätte ganz gerne erst reingeschaut, was nicht geklappt hat. Aber wenn ein Spiel wirklich nicht nur rein in Dialogbäumen, sondern auch insgesamt tatsächlich mal so dich als Spieler fordert, dass du allgemein richtige Entscheidungen triffst und dass falsche Entscheidungen auch bestraft werden. Das klingt immer gut in der Fantasie. Das kann natürlich auch manchmal blöd sein, wenn ein Spiel dann sozusagen zu nervig oder kompliziert wird. Aber eigentlich, wenn das gut funktioniert, wäre es ganz geil. So viel zu dem, was ich mir wünsche. Schauen wir mal. So, ansonsten sind wir jetzt hier gerade reingesprungen.
Ich habe mit dem Gale jetzt erstmal ein paar Möglichkeiten, was zu machen. Der Gale ist ganz neu. Okay. Vorne steht hier Taf und Bett und Astarion. Die Shadowheart ist, glaube ich, eigentlich am besten, oder? Der hat Rüstungsklasse 12, 14, 17 auf Shadowheart. Ja. The Lance Board is set. So, wir haben Aktionen. Da können wir die ganzen, die wir uns angeschaut haben. Zusätzlich haben wir Magierhand, Kältestrahl. Könnten uns eine Rüstung geben, gerade da wir eh schon viel Schaden bekommen haben. Und die stehen da. Die sind auch dann alle als Nächste dran, ne? Vor allem mit Taff bin ich noch dran. Vielleicht kann ich mal diese Donnerwurf probieren. Okay, ich dachte, die geht ein bisschen weiter. Schade. Noch was? Feuerpfeil haben wir noch. Hauptangriff 0 bis 7 Schaden. 2 bis 16. Eine Rüstung. Magisches Geschoss. Treffe immer ins Ziel. Und machen 6 bis 15 Schaden. Pro. Ah ne, nicht pro, sondern insgesamt. Ich dachte schon gerade, pro Pfeil ist ja ein bisschen viel. Können die auch erstmal in Schlaf versetzen? Wir waren schon dran, der war schon dran, aber die anderen können wir noch in Schlaf versetzen, oder? So. Machen die keinen Scheiß. Finde ich erstmal ganz gut. So, haben noch irgendeine Bonusaktion, die interessant ist. 4 bis 10 haben Heilung. Ja. Arkane Erholung. Kostenaktion. Außerhalb von Kämpfen kannst du genutzte Zauberplätze regenerieren. Ah, sehr cool. Wir haben noch einen coolen Zaubertrick, aber wir haben keine Aktion. Dann beenden wir mal die Runde. Wir sind aufgeweckt. Schwein. Okay, idealerweise tanke ich vorne ein bisschen mit Shadowheart und dann mache ich vielleicht ein paar AOE-Spells. Auf der anderen haben wir jetzt aber nicht so wahnsinnig viele. Wir haben mit dem Rapier ziemlich viel Schaden, aber allerdings wäre es auch ganz gut, wenn die manchmal vielleicht erst näher kommen müssten. Hinterhältiger Angriff. Kann ich gegen den hier machen, weil er am Boden liegt. Allerdings schläft der auch noch. Der schläft, bis er aufwacht, oder? Wie ist das? Das kann ich jetzt nicht einmal angucken, aber es schläft 2 Runden, bis er aufwacht, witzig. Bis er Schaden bekommt, glaube ich. Ich mache erstmal einen normalen Fernkampfangriff. Da bleibe ich halt ein bisschen in Sicherheit. Die Runde von denen. Das Gute ist, dass die beiden schon dran waren. Die kommen in dieser Runde nicht mehr dran. Der auch. Der hat auch einen Pfeil und Bogen. Na, ich kann ja trotzdem die anschießen. Sind ja nachher dran. Sehr gut. Ich stelle mich mal ein bisschen an die Seite, dann kann der mich nicht so leicht anvisieren. Wow. Erstmal ist angezündet hier. Der Gale brennt vor allem auch, oder? Steht auch auf einer Holzkiste, ist nicht so ideal. Shadowheart danach noch dran. Mit irgendwas Gutes. 4 bis 9 Schaden, 4 bis 7 Schaden. Mit seinem Kurzbogen. Was hat er sonst noch so? Durchbohrender Stark, hinterhältiger Angriff. Dürfte ja nicht funktionieren jetzt. Ja, kein Vorteil. Bonusaktion die Heilung. Und der Feuerfall 1 bis 10 Schaden. 1 bis 10, das macht 4 bis 9. Der hat 12 HP. Ich schreibe mal ein Feuerfunken. 55% aber nur. Weil dann
Vielleicht nicht. Damit verhindert man noch die Bewegungsrate. Ist das ein Nahkämpfer? Ne, hat auch einen Bogen. Ah, für 7 getroffen. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne, dass wir auch nicht mehr so im Feuer stehen. Er kommt hier rüber gesportet. Seinen 2 Nahkampfwaffen. Und darf er noch angreifen? Warum darf er noch angreifen? Ist das bei dem keine normale Aktion? Der Zweithand. Ah, die Zweithand ist eine Bonusaktion. Ah, ist das dann auch... Das ist dann vielleicht, was ich ja vorhin angeschaut hatte, wenn ich 2 Dolche ausrüste beim Schurken, dann ist der zweite Angriff vielleicht eine Bonusaktion. Das könnte ja trotzdem ganz interessant sein. Das schaue ich mir nachher nochmal genauer an. So, jetzt erstmal mit Shadow Hearts mal dran. Wir haben 12 Lebenspunkte. Kann ich denn um das Feuer rumgehen? Sollte ich noch irgendwas anderes benutzen? Göttliche Macht. Und Tote vertreiben brauche ich jetzt gerade nicht. Wie viele Gegner sind denn noch da? Soll ich Illusionen beschwören mal? Das kostet eine Aktion. Da haue ich jemanden weg. Lebenspunkte. Wie haben die noch? 5, 12, 23. Ich stehe zumindest nicht im Feuer. Wie weit kann ich die Illusion beschwören? Okay, das haben wir gemacht. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Warum? Warum kann ich mich nicht bewegen? Bonusaktion springen. Stoßen, verstecken. Stehe ich hier irgendwie so komisch? Kann ich durch das Feuer nicht durch? Aber ah, ich kann. Dann springen wir einfach mal. Hier müsste ich eigentlich außerhalb des Feuers sein. Okay, das geht. Und jetzt kann ich mich auch bewegen. Okay. Die Frage ist, ne, 12 Lebenspunkte. Ich halte halt mehr aus als die anderen. Dann bleiben wir hier mal stehen. Und der ist jetzt hier, hängt hier fest. Ist gefesselt. 9 Züge noch, oder was? Will mich verarschen? Kann sich nicht bewegen. Und dann hat 1d6 Stichschaden pro Zug. The fuck? Okay, Gale. Das heißt, wir wollen uns erstmal heilen. Was haben wir denn für Aktionen? Bonusaktion, den Heiltrank. Und dann zaubern wir mal was Gutes, aber erstmal heilen. Damit wir hier nicht gleich umfallen. Und dann müssen wir mal einen guten Zauber hier auspacken. Schlafen. Können wir hier draußen vielleicht gleich mehrere erwischen? 17 von 24. Wie ich es schaffe. Das heißt, der hat 5 HP, der hat 12 HP. Kann ich die beiden einschläfern? Ja, ich kann die wieder aufwecken, aber so schlecht ist es trotzdem nicht. So, ihr pennt mal schön. Der Kampf ist nämlich nicht ohne. Der hat nur noch 8 Lebenspunkte, der Astarion. Und ich bin halt hier... Ach so, ah, und das war, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Effekt gewesen, aber das war ein Zauber und den hat er konzentriert. Das heißt, ich bin das gefesselt losgeworden. Das hat 2 Vorteile. Erstmal kriege ich jetzt nicht mehr den Schaden und ich kann mich bewegen. Aber ich gehe mal von der brennenden Kiste runter.
Idealerweise so, dass ich mich nicht, dass mir nicht hier die Kutte anzünde. Dass wir vielleicht nicht so direkt nebeneinander stehen alle und die ganze Zeit irgendwelche AOE-Spells abbekommen. Ja, die hat er aufgeweckt. Dafür reicht es. Warum greift er nicht das Abbild an? Das sind ja nicht so stark, oder was? Okay, wir stehen im Feuer, das ist nicht gut. Zwölf Lebenspunkte, bedroht. Hasid. Ich will mit einem hinterhältigen Angriff angreifen. Komme ich denn irgendwie dahin, ohne kaputt zu gehen? Springen ist eine Bonusaktion. Habe ich irgendwelche anderen wichtigen Bonusaktionen? Zum Beispiel einen Heiltrank nehmen. Schwung. Täusche einen Angriff vor, um deinen Gegner möglicherweise aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wo kommt das denn plötzlich her? Was heißt denn aus dem Gleichgewicht? Aus dem Gleichgewicht hat bei Stärke Geschicklichkeitswürfen sehr im Nachteil. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Auch nicht schlecht. Aber ich bin eh im Vorteil, weil er bedroht ist. Ich muss nur irgendwie dahin kommen, ohne mich anzuzünden. Ich probiere es mal von hier. Und wir machen den hinterhältigen Angriff Nahkampf. Fünf Schaden nur. Oh. Wir heilen uns mal. Obwohl, ein Trank der Geschwindigkeit. Guck mal ganz nochmal. Doppelte Bewegungsrate. Aber vorhin hatte ich auch, bei dem einen Trank hatte ich dann mehr Aktionspunkte. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall. Das war doch der gleiche Trank. Mehr Rüstungsklasse, Vorteil bei Rettungswürfen. Auf Geschicklichkeit, Bewegungsrate. Vielleicht war es vorhin doch ein anderer Trank mit den zwei Aktionspunkten. Der war auf jeden Fall ziemlich gut. Aber jetzt heilen wir uns erstmal noch, damit wir nicht in der nächsten Runde gleich umfallen. Das ist nämlich ungünstig. Der schläft. Der hat verfehlt. Ha, nice. So, Astarion. Wir haben immer noch Heiltränke, das ist gut. Was hat denn der? Der hat nur einen Dolch. Kann man dann irgendwie Dolche aus meinem Inventar holen? Wahrscheinlich nicht während des Kampfes. Ich würde ganz gerne mal mit zwei Dolchen probieren. Irgendwie sind die Sounds ganz schön laut, finde ich. Ich mache das doch nochmal ein bisschen leiser wieder. Zuhauen ist manchmal. Doch ganz schön fies. So, wir haben zugehauen. Müssen jetzt auch mal loswerden. Da steht halt direkt vor mir, deswegen wollte ich ja nicht weg und nichts anderes. Heiltrank. So, wir sind bedroht, wir sind benommen. Gut aus. 4 bis 11 heilen. Wir nutzen ruhig mal unsere Heiltränke. Das ist eine Bonusaktion. Und dann müssen wir mal jemanden wegkloppen. Hier, der hat 18 Lebenspunkte, der hat 10 Lebenspunkte. Haben wir irgendwas richtig Gutes? Wir müssen mal 4 bis 24 Schaden. Das ist nochmal was. Ich gucke nochmal das Untersuchen an. Trefferpunkte, Rüstungsklasse. Wenn man schon mal gesehen hat, wie er angreift, ist echt ganz interessant zu wissen. Wie viel Damage macht er? Das hat auf jeden Fall eben weh. Wir nutzen hier mal irgendwie Personen bezaubern. Vier bis 24 Schaden. Oh, 3 bis 30 Schaden. Jawohl, 16 Damage.
Leider hat er aber noch 2 zu viel. Aber schon mal ein guter Start. Impero Tibi! So, was haben wir hier mit ihm? Umwerfen und können ein bisschen zuhauen. Oder ist ja nicht das, was er wirklich möchte? Wir können Feuerpfeil 1 bis 10 Schaden, Kältestrahl 1 bis 8. Ich will jetzt mal den hier loswerden. Wann ist denn der dran? Der ist nämlich jetzt auch als nächstes dran, das ist nicht gut. 1 bis 8, 1 bis 10. Prozent. Haben die unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten? Nee. Sehr gut. Bleiben wir mal da stehen. Survival is all that matters. Der da hinten ist dann als nächstes dran. Dann die. Und danach der. Okay. Der ist bedroht durch das Abbild. Das ist ganz nice. Dadurch kann ich nochmal ein. Wo ist er denn? Einen hinterhältigen Angriff machen. Im nächsten Zug verfügbar. Warum das denn? Was? Warum? Okay, ich weiß nicht, warum das nicht verfügbar ist. Aber ist natürlich schade. Probier es mal mit dem Schwung. Rettungswurf gelungen. Na toll. Schwächelnder Schlag. Noch ein paar neue Sachen. Guck mal kurz. Schwacher Griff. Bei Angriffswürfen und Rettungswürfen auf Stärke im Nachteil. Und nur auf Stärke. Und die funktioniert doch gar nicht auf Stärke, oder? Kann ich sowas sehen? Stärke, Geschicklichkeit? Nee. War auch mit dem Bogen unterwegs. Was ist die klaffende Wunde nochmal? Okay. Aber das bringt nicht so viel. Oder hätte es vielleicht doch gebracht, wenn er so wenig Schaden bekommt. Lahmgelegt, vielen Dank. So, Astarion. Dann, du kannst den hinterhältigen Angriff machen. Warum auch immer der gerade disabled, hä? Irgendeine coole Bonusaktion noch. Das Feuer brennt auch nicht mehr, dass ich irgendwie ins Feuer stoßen könnte. Dann bleiben wir einfach hier stehen. Nichts Tolles zu tun. Soll ich sie mal ausschalten. So, jetzt habe ich aber hoffentlich 7 von 17. Ich könnte mich heilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir noch eine Aktion. Was nehmen wir denn hier? Ein D8. Ein D10. Prozent Chance halt nur. Ist irgendwie crap. Gucken wir noch mal kurz benommen an. Benommen ist Weisheit im Nachteil. Mach mal normal an, gibt er noch 2 Lebenspunkte. Ballern wir die einfach so weg. Die ist scheiß gefesselt. Sterbenden Charakteren helfen. Wer stirbt denn hier? What? Ein Spielcharakter stirbt. Ja, das haben wir uns schon von angeguckt.
Das Schwein. Ja, 3 Runden haben wir schon Zeit. Können wir uns darum kümmern. Hinterhältiger Angriff. Nahkampf. Sauber. Wie viele Gegner haben wir noch? 2. Ja, das wird doch langsam hier handelbar. Irgendwas Wichtiges so zu machen. Kann ich mich hier verstecken? Softer than a whisper. Dann hier versteckt bleiben. Okay, so der Gale. Den kümmern wir uns dann später. Entschuldigung. Wir haben hier noch zu tun. Durchbohrender Schlag, Feuerpfeil. Das sind noch alles Fernkämpfer, oder? Das hilft also nicht so viel. Habe ich da eine Line of Sight 75%? Verstecken als Bonusaktion. Ich weiß nicht, was manchmal blau und weiß bedeutet, ja? Wo immer die Bonusaktion verstecken. Let's find some prey. Okay, da war ich noch in dem. Ich hab, wäre ich noch ein bisschen weiter hingegangen, hätte es vielleicht sogar geklappt. 100% immerhin. Oh ne, wenn ich auf den gehe. 65. Let's do it. So, das sind 65%. Dark Lady, help me strike true. Die ist immer noch ein bisschen benommen. Das ist nicht so schön. Ein Zug noch. Wie viel HP haben die noch? 10, 17. Der Gale hat 8. Das wäre aber nicht so geil. Hat die noch einen Heiltrank? Nee, hat sie nicht. Dann heilt sie sich jetzt einfach mal selber. Take care. Dann gehe ich mal nach vorne. Die wollen ja irgendwie eher im Nahkampf unterwegs sein. Oh, ich habe immer noch eine Bonusaktion. Achso, war ich die Aktion? Das andere war eine Aktion. Das Heilen ist zwar keine Bonusaktion. Okay. Hat mich umgeschmissen, das Schwein. Kann ich ihn von hier vielleicht irgendwie anschießen? Sieht er mich, wenn ich da durchgehe? Wahrscheinlich schon. Muss ich dahin gehen? Kann es ja mal probieren. Da hat mich schon entdeckt, oder? Ja. Weg ist unterbrochen. Kann ich einen normalen Fernkampfangriff machen? 75%. Was haben wir noch? Schenkelschuss. Und daneben geschossen. Aber wir haben 17 Lebenspunkte. Nicht ganz so defensiv sein. Mit dem Rapier der nächste Runde können wir auch im Nahkampf ordentlich was machen. So, Astarion. Oh, ich muss dir mal helfen. Ich dachte, man sieht das mal ein bisschen mehr, wenn der in Gefahr ist. Nicht, dass er mir hier wegstirbt. Das heißt, Hilfe. On your feet. Ja, viel zu tun haben wir jetzt nicht mehr. Aber ist vielleicht eh ganz gut, weil er nicht so viele Lebenspunkte hat, dass er nicht in der Schusslinie steht. Concentrate.
5 Lebenspunkte. 55%. Warum haben wir denn so wenig Chance, den zu treffen? Das ist ein bisschen frech. Ein Punkt. Ja, Halleluja. Not the bravest strategy, I'll admit. Ach komm, da war ich ja wohl super geschützt. The Gale ist dran. Das bleiben diese Rettungswürfe. Wie ist denn das jetzt? Kann ich speichern eigentlich? Okay, ich kann. Das wäre interessant zu wissen. Diese zwei fehlgeschlagenen Versuche zu stabilisieren, die Todesrettungswürfe, bleiben für den ganzen Kampf. Das heißt, wenn er jetzt nochmal niedergestreckt wird, ist automatisch der dritte dann tödlich. Und hat er wieder drei neue, weil er zwischendurch aufgestanden ist. Ich nehme keine Ahnung. Habe ich den hier in Sichtweite, den anderen Typen? Guck, die treffen. Schau mal, kann ich es mal abbrechen? Die machen wie viel Schaden? 3d4 plus 3. 1d4 plus. So, das heißt hier 1d4. Ich mache mal 2 auf den, um den loszuwerden. Ja, guck, einer hätte nicht gereicht mit 3 Schaden. Der hätte 4 Lebenspunkte, sehr gut. Dann wendet er seine Runde. Dann geht man in den Nahkampfangriff. Cutting to the chase. Ich muss echt noch so ein Gefühl für die Kämpfe bekommen. Lange Rast. Verwende die Lagerfeuer-Schaltfläche, um eine lange Rast zu machen. Ja, das könnte manchmal ganz sinnvoll sein. Haben wir noch irgendeine Heilung? Oh, ich bin falsch geheilt. Ich wollte Gale heilen. Upsi. Die Typen, Männer sehen auch alle gleich aus. Kann ja auch nichts dafür. Ich wollte nein. How can I help? Gar nicht. Ich habe außerdem auf dich geklickt. So wollte ich nicht. Is not around, so might as well. Er hat keine Zauber mehr ready. Vielleicht mache ich aber auch wirklich eine lange Rast. Wir können erstmal ein bisschen looten. Das war interesting. Lederstiefel, Lederhandschuhe. Guck. Ich muss gleich mal schauen, auch wie das Inventar-Sharing funktioniert. Ein Banditenschlüssel, Rüstung, Fackeln. Ein Kurzschwert. Noch mehr Rüstung, Diebeswerkzeug. Wie das ganze Inventarmanagement funktioniert, dass wir das mal alles vernünftig checken, wann Charaktere vielleicht auf die Inventare von anderen zugreifen können, wenn ich jetzt zum Beispiel bei jemandem eine schlichte Robe, wenn ich jetzt bei jemandem eine Waffe habe, die man anders nutzen könnte, wann sehe ich das und wo? Let's have a look. Hier lag doch noch eine Fackel rum. Maybe, ja. I need more pockets. Maybe I need more pockets. Das ist ja möglich. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz mit Inventar an, weil ich habe bestimmt schon eine bessere Rüstung für jemanden. So, jetzt hier Rüstung. Sie hat leichte Rüstung. Welche Rüstung trage ich im Moment? Oh, die gleiche, okay. Dann gehen wir mal kurz auf Shadowheart. Weil sie könnte leicht auch tragen. Genau, und sie trägt auch weniger. Man sieht es unten hier. Still alive. So that's progress. Hier sehe ich doch jetzt auch nur Rüstung, die sie tragen kann, oder? Geübt, ja. Rüstung, in denen sie geübt ist. Inventar und Ausrüstung. Da muss ich noch ein bisschen... Wenn ich jetzt solche, wie gesagt, mit ihr... Was habe ich denn für Rüstungen zum Beispiel? Wenn wir das mal so machen... Ausrüstung,
Schriftrollen, Waffen, ist Rüstung, Ausrüstung, ja. Lederhandschuhe. Warum wurden die eben solche Berüstung nicht gezeigt? Oder die Stiefel? Ach so, das ist gar nicht richtig. Das ist nur... Bringt das irgendwas? Weil da steht kein... Das ist nur optisch. Deswegen. Das ist keine Rüstung im Sinne von Rüstungsklasse. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht angezeigt. Schützen trotzdem. Ja, aber schützen wovor? Schützen doch vor nichts. Gewicht und Preis, aber die haben gar keine Werte. Das ist, glaube ich, nur Flavor. Ups. Auch wenn es bei Ausrüstung angezeigt wird. Das gleiche jetzt mit den Stiefeln. Wo waren die? Da. Ich habe auch Lederstiefel ausgerüstet. Ups. Wenn das im Gleich macht, das machen wir aber schnell wieder zurück. Wo ist mein Rapier? My faith will guide me. Hello again. Gut, ich habe gar nichts im Inventar. Ja, das Inventarmanagement, da muss ich noch ein bisschen durchsteigen, mal, wie das funktioniert. Resistenzen haben wir hier noch. Also mal die Waffen, die man geübt ist. Ich gehe das mal alles mal so kurz durch. So. Was für Waffen haben wir? Das ist aber das Problem, wenn ich jetzt solche, das vergleichen möchte. Das, ich weiß nicht, ob ich dann noch irgendwas nicht verstehe oder nicht so gut überblicke, dass es einen besseren Weg gibt. Ach, hier gibt es ein Gruppeninventar. Ah, guck, da gibt es das. Siehst du, das ist alles genau das, ist das, was ich rausfinden möchte. Okay. Das heißt, kann ich jetzt mit Schattenherz? Comes, I'm ready. Ah, okay, ja. Genau das wollte ich. Sehr gut. So. Was heißt denn der Buchstabe? Das E. Equipped. Ah, ist ausgerüstet von jemandem. Ja, guck, hier steigen doch jetzt langsam durch. Mal gucken, hat jemand irgendwie neue Rüstung, die er anziehen kann? Nein. Können wir das gleich mit Waffen einmal durchschauen? Das ist irgendwie komisch. Nichts. Das ist eigentlich das Falsche. Eigentlich will ich jetzt nach Waffen gucken, die sie tragen kann. So. Nichts. Warum steht denn da nichts? Ich weiß, wieder einklappen. Okay, so funktioniert das. So, ich kann mir jetzt Rüstung angucken. Einfache Waffen. Das stimmt auch nicht, dass es keine Waffen gibt. Never mind. Kriegswaffen geübt, Kurzschwert. Wenn ich jetzt hier auf Waffen klicke, sie ist auch ein Dolch geübt, zum Beispiel. Und leichte Armbrust. Warum wird das hier nicht angezeigt? Dolche. Leichte Armbrüste. Das muss doch hier eigentlich jetzt angezeigt werden. Musikinstrumente gibt es nichts. Kriegswaffen geübt. Er geht immer auf nichts geübt. Die anderen Sachen hat er richtig. Rüstungen geübt. Kriegswaffen geübt. I'm ready. Whatever it takes. Ist das ein Bug, den ich da gerade habe? Finde ich gut, wenn jetzt jemand ist, der sich mit Baldur's Gate schon auskennt. Das sieht für mich wie ein Bug aus, ehrlich gesagt. Und außerdem, ich habe noch irgendeinen anderen Filter an, der plötzlich damit reinspielt, aber ich sehe nicht welchen. Have a lot on my mind, and well, in it. Tja, das ist natürlich ungünstig. Muss ich das per Hand machen und schauen. So, ich habe einen Kurzbogen 4 bis 9. Man kann jetzt dann stattdessen die Armbrust nehmen, die besser ist. Die macht mehr Schaden.
Hat die irgendwelche anderen Sachen? 18 Meter. Auch 18 Meter. Zweihändig. Da steht noch, wird geladen. Also irgendwie muss man das noch... Das kostet eine Aktion oder sowas? Kann auch irgendwas anderes. Ungeübt, ja genau. Wenn es ungeübt ist, steht das extra dabei. Das passt. Dann guck mal kurz. Waffen. Kein Ergebnis, aber hier Gruppen. Kann ich das sortieren nach Gewicht, Typ? Kann man das hier nach Waffen, nach Angriffskraft sortieren? Anscheinend nicht. Manchmal, das merke ich auch gerade, wenn ich jetzt hier in diesem Menü bin und dann zurück möchte, wenn ich dann Escape drücke, geht das ganze Fenster zu, nicht nur das Unterfenster. Das ist ein bisschen schade. Zwei bis neun Schaden, das ist schon mal mehr. Da bin ich ungeübt. 2 bis 7. 3 bis 8. Hat beim Mindestschaden ein bisschen mehr, aber ich bin ungeübt im Kurzschwert. Ja. Große Knüppel. Ach, der ist zweihändig. Ja, dann... gibt es den Streitkolben zurück. Und den Schild rüsten wir wieder aus. Wie viel macht der? 2 Rüstungsklasse, okay. Lovely day this. So, der geht jetzt an den Stab, der kann eh nicht viel machen. Den Astarion können wir eben noch ein bisschen aufpimpen, sag ich mal. Was hat der? Ein 4 bis 7 Dolch und einen Kurzbogen. Der ist aber schon auch in Armbrüste. Aber haben wir nur einen? Ein Goblinbogen. Und der ist nicht besser. Schade. Der Dolch ist gleich schlecht. Aber wir können das mit den 2 Dolchen mal probieren. Dann ist das, glaube ich, nicht eine Bonusaktion. Sah beim Gegner zumindest vorhin so aus. Ja, haben wir ein bisschen was kennengelernt, ja? Genau dafür machen wir das alles mal ausprobieren. Da liegt noch Diebeswerkzeug. Kann er jetzt ruhig mitnehmen, ist ja wurscht. At least things have stayed interesting. Ein explodierendes Fass. Ja, das hätten wir noch nutzen können, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich denke mal, das ist explodiert, das ist rot und ich kann es angreifen. Deswegen werde ich jetzt mal nicht drauf schießen. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Ist noch was Interessantes in dem Zimmer hier. Spiegel, Bücherstapel, kaputter Küchenschrank. Da ist irgendwas drin. Moving ahead. Schäbiger Kleiderschrank. Stimmt, sind da Schätze drin. Okay, noch nicht. Sieht aus, als wäre irgendwas, was man einzeln anklicken kann. Ist es aber nicht. Nein, das nicht. Den Kleiderschrank können wir uns angucken. Okay, der hat sich auch nicht gelohnt. In der nächsten Folge werde ich mal die Rast machen und schauen, was da genau passiert. Ich glaube, da passiert nämlich auch viel storymäßig. Das ist auch wichtig. Wir laden die Sachen auf, können uns heilen und dann erforschen wir weiter hier die Ruinen. Ja, steckt schon eine Menge drin in dem Spiel und man muss eine Menge lernen.